Ich habe mich auf den Weg gemacht heute, um das neue Büro meines Sohnes einmal zu besuchen. Mein Sohn ist nämlich jetzt hier Juniorchef geworden. Der hat wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, sich hochgearbeitet. Mit nur 32 Jahren ist er jetzt Juniorchef. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass ich hier in solch eine Katastrophe reinschlittere. Lukas! Lukas! Lukas, hörst du mich? Lukas, was ist los? Lukas? Lukas? Martina Germann tätigt den Notruf und hofft auf schnelle Hilfe für ihren Sohn. Noch ahnen sowohl Lukas Mutter als auch die eintreffenden Rettungskräfte nicht, dass Martinas Sohn weitere gefährliche Verletzungen hat, die der Juniorchef zu verheimlichen versucht. Ganz schnell, dass mein Sohn... Was ist passiert? Ja, ich habe ihn hier gefunden. Er ist jetzt ansprechbar, also ein bisschen. Platzwunde im Gesicht. Vielleicht einfach mal runtergehen, dass ja. wir an den Rand kommen. Die kümmern sich jetzt um dich, Lukas. Ich gehe hier runter, gehe aus dem Weg. Bei Ankunft haben wir den jungen Mann auf der Treppe vorgefunden. Es handelte sich höchstwahrscheinlich um einen Treppensturz. Er war Gott sei Dank ansprechbar, wies keine größeren äußeren Verletzungen auf, bis wir halt den Schraubendreher in seinem Oberschenkel gefunden haben. Gib mir erstmal einen Sauerstoffkit, bitte. Warte, was ist repariert? Halt, halt, halt. Sie bleiben mal ganz kurz sitzen. Was ist los? Kopfplatzwunde sehe ich nicht. Nee. Ist das jetzt wichtig, dass Sie mit dem Handy da rummachen? Nimm mir mal das Handy. Lukas, Lukas, ich nehme mal das Handy. Du musst jetzt nicht arbeiten. Mein Sohn arbeitet sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, ob der rückgewählt hat. So, was ist denn hier passiert? Können Sie sich an irgendwas erinnern? Das, Lukas ist mein Sohn, ja. Das ist mein Sohn. Ich wollte ihn besuchen im Büro. So, ganz kurz, ich schieße mal in die Augen, ja? Mach es im Auge auf. Ich weiß gar nicht, warum er hier liegt und der Schraubenschlüssel erklärt sich auch nicht. Hier was am Kopf weh? Juniorchef jetzt hier. Können Sie das alles hier bewegen? Also kein Handwerker oder so? Nein, überhaupt nicht. Deswegen frage ich mich auch, Lukas. Hier was weh? Es war zunächst erstmal überhaupt unklar, warum dieser Schraubendreher überhaupt in seinem Bein gelandet war. Er fing an, irgendwas zu erklären, was wir überhaupt nicht verstanden haben. Er wusste überhaupt nicht. Er sagte, er hat irgendwas repariert und wäre jetzt auf der Treppe gestürzt. Alles andere war im Prinzip unklar. Also, Punkt 1 für uns erstmal. Die Blutung steht, glaube ich. Genau, es ist nicht so dramatisch. So, könnten Sie mal hier die Hand weglassen? Ich möchte einmal Blutdruck messen. Das Ding ist angewachsen, das kann nicht wegfliegen. Geben Sie mal her. Was ist denn los mit Ihnen? Haben Sie da Schmerzen? Ich kam mit der ganzen Situation ehrlich gesagt nicht richtig zurecht. Er hat mich total verwirrt. Das war nicht Lukas, das ist nicht mein Sohn, so wie er reagierte. Der war wirr und das stimmte alles hinten und vorne nicht. Warum ein Schraubenzieher? Warum repariert er was? Der ist ein Büromensch, kein Techniker. Einmal Druck ist 140. 140. Okay. Frequenz ist ein bisschen flott, ne? Ja, Frequenz habe ich hier nur 125er. Gut, pass mal auf, dann machen wir ein EKG noch, bevor wir jetzt ihn überhaupt immobilisieren. Schneiden auf, gucken das jetzt erstmal hier an. Wie heißt Alles der? Gut. Lukas. Haben Sie irgendwie Probleme? Sonst mit dem Blutdruck oder irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sowas? BZ machen wir gleich auch noch. Ja. Er ist sehr überarbeitet. Mein Sohn ist gerade aufgestiegen und er arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und wir müssen wirklich sagen, deine Ernährung ist sehr schlecht, sehr einseitig. Okay. Und gern mal ein Bierchen, ne? Gern mal einen Wein abends, wenig Sport, aber gar keine Bewegung. Aber keine Medikamente. Nein. Also nur das Magnesium für mal Krampf. Auch nicht so ein Bluthochdruck. Nein, bis jetzt nicht, ne, Lukas? Den Rettungskräften entgeht nicht, dass der 32-Jährige sich immer wieder an die Leiste fasst. Doch zunächst starten sie die Versorgung der offensichtlichen Verletzung durch den Schraubendreher, wobei sie auf eine böse Überraschung stoßen, die nicht die letzte bleiben soll. Oh, das blutet doch mehr. Machen wir mal bitte einen Druckverband. Ja, hier ist der Druckverband. Scheiße. Könnt ihr das machen? Ich halte den Schraubendreher. Ich muss mal wechseln. Eben. Ja, mach mal. Hier ist auch schon alles voll getropft. Aber das pulsiert nicht, ne? Okay, alles klar. Lukas, bist du runtergefallen oder hat jemand dich runtergestoßen? Ich bin ausgerutscht. Ausgerutscht? Das heißt, du hattest den... Also versehentlich, oder wie? Was wollten Sie denn hier machen? Ich wollte was reparieren. Hier unten? Nein, in meinem Büro. Wo ist das Büro? Das ist oben. Ja, okay. Und wie fällt Ihnen dann da dieser Schraubenzieher, Dreher ins Bein? Ich bin ausgerutscht. Vielleicht war ich zu alt. Gut, also, der ist ja jetzt drin. Ja, ein bisschen. Und die Kollegen in der Klinik werden ihn dann höchstwahrscheinlich rausnehmen. Ne? Wir werden jetzt erstmal hier den da drin lassen. Ja. Sag mal, riechst du ein bisschen nach Alkohol? Ja. Kann das sein? Gut, dass Sie das sagen. Haben Sie auch gerochen? Ich habe mit meinen Kollegen ein Glas Sekt gegönnt.
Aber gibt es jetzt kein Problem? Nein, das nicht. Aber ich dachte vielleicht jetzt der Kreislauf. Ne? Wir haben eine Alkoholfahne bei dem Patienten festgestellt. Die Rückfrage, ob hier vielleicht ein generelles Problem vorliegt, hat die Mutter verneint. Das ist natürlich total untypisch hier am Vormittag in einem Bürogebäude, dass man hier mit einer Alkoholfahne herumläuft. Sie haben ja schon wieder die Hand da so im Schritt. Warum haben Sie die ganze Zeit die Hand im Schritt? Die Leiste weh. Sind Sie auf den Hintern gefahren oder vielleicht auf hinten am Steißbein was weh tut? Schmerzen. Oberschenkel. Können Sie das Bein bewegen? Ziehen Sie mal den Fuß an. Können Sie das alles bewegen? Das tut Ihnen weh. Kommt mal die Schere. Gleich mal nach. Während der Behandlung haben wir immer wieder gemerkt, dass der Patient sich in den Schritt fasste. Wir hatten eigentlich durch den Bodycheck schon abgeklärt, dass er wirklich keine knöchernen Verletzungen hatte. Das haben wir auch so erstmal festgestellt. Aber er griff sich immer wieder hin und sagte, ja, er hätte da vielleicht Schmerzen oder auch nicht. Es war total unklar, bis wir dann gesehen haben, worum es sich hier wirklich handelte. Er greift sich schon wieder in den Schritt. Was haben Lukas, Sie denn was da? Ist denn los? Tut hier, ich zieh mal am Bein, tut hier die Hüfte weh? Nee, hat ja auch keine Außenrotation, gar nichts. Mach doch mit, Lukas. Komm, nehmen Sie doch mal die Hand hier weg jetzt. Das ist auch nur eine Nehmen Sie mal die Hand weg. Was ist denn da, das Blut? Hier ist ja Blut. Blut. Ja, dann schneid mal auf, oder? Wo soll denn da bitte Blut herkommen? Was soll das sein? Das Lukas? Kann ja von da auch nicht runtergelaufen sein. Vorsichtig jetzt einmal mit der Hand. Machen Sie die Hand mal weg. Lukas, mach doch jetzt mal mitkommen. Was wir dann gefunden haben im Genitalbereich, hat uns im Prinzip alle überrascht. Das haben wir nicht alle Tage oder ich bisher noch nicht gesehen. Die Hose war ja komplett unversehrt. Es kamen dann ein paar Blutstropfen hervor, sodass wir uns entschieden haben, die Hose dann aufzuschneiden, sodass wir das ganze Malheur dann gesehen haben. What's that? Guck mal her. Was ist das denn? Wo sind Sie denn drin gelandet? Wo kommen denn da Scherben? Er hat ja eine Flasche unter sich. Lukas, wieso hast du Scherben da? Was haben Sie gemacht? Nix, ich habe gar nichts gemacht. Aber die Hose war doch jetzt Lukas, sag ganz, oder? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts in der Hose, da war kein Schnitt, nix. Ich habe nichts gesehen. Das ist ja voller Scherben. Ja komm, die gröbsten kannst du vielleicht noch mal rausnehmen, oder? Bevor wir das jetzt mal abdecken, da können wir jetzt erstmal gar nichts machen. Ja, vor allen Dingen frage ich mich, also ich habe ja schon viel erlebt, aber nur mal so, warum haben Sie im Genitalbereich bei sich da unten am kleinen Lümmel Glasscherben? Was haben Sie gemacht? Ja, die kommen nicht von nichts dahin. Wir haben ja nicht über Nacht hier angeflogen. Wir haben natürlich erst mal gesehen, dass es sich wirklich nur um kleine Scherben handelt. Aber auch hier gilt, wir können jetzt hier keine größeren Scherben entfernen, sodass wir erst mal vorsichtig versucht haben, überhaupt um diese Wunden auch zu versorgen, hier kleine Splitte herausgeholt haben. Alles haben wir natürlich nicht geschafft. Ich schneide das hier. Gut, pass auf. Und du gibst mir Kompressen und wir Was ist denn das? Das erst Warte mal. Was ist das? Die ist Gott sei Dank nicht drin gelandet. Was ist das denn für ein Ding? Also wo kommt das? Das ist eine Fensterscheibe gewesen. Das ist ja dasselbe Glas, was ich da gerade rausgefummelt habe. Aber hier ist doch keine Glasscheibe oder was ist das? Das ist Teile hier. Da steht eine Nummer drauf. Auf dieser Scherbe konnte ich so einen Hinweis einer Firma feststellen. Unter anderem stand da die Abkürzung Fax. Und dann war mir relativ schnell klar, dass es hier um eine Gleisscheibe von einem Fax- oder Kopiergerät ging. Da müssen Sie sich doch dran erinnern. Ja, was haben Sie? Handstand auf dem Kopf? Ich wollte was reparieren und dann ist es... Was haben Sie? Sich auf den Kopierer gestellt dabei oder was? Kann man so sagen. Ja, was macht ausgerollt und habe ich mich verletzt. Lukas, ganz ehrlich, sehe ich aus, als wenn ich dämlich wäre. Ja, färbt ihr doch Techniker. Dann würde ich sagen, die steckt ihr im Hintern durch die Hose durch. Die war in der Hose. In der Hose. Also irgendwas stimmt nicht. Das ist auf jeden Fall Kopierglas, definitiv. Na okay, also pass auf, wenn wir das jetzt hier nicht klären können, wir nehmen ihn jetzt mit und dann vielleicht überlegen Sie sich ja noch, ob Sie uns vielleicht die Wahrheit sagen wollen. Der hat wahrscheinlich alleine Spaß im Kopierraum gehabt, im Dunkeln oder was, und ist abgerutscht dabei. Komm, Lukas, sag dir mal. Lukas, ich gehe jetzt mal dran. Ja, ich sag dir mal. Hallo, Herr Germann kann gerade nicht ans Telefon gehen, ja? Entschuldigung. Dann rufe ich später mal an. Hallo, Annika, bist du das? Das war doch hier. Annika? Hat aufgelegt. Sag mal, es war doch die Annika, da stand doch Annika. Wer ist denn Annika? Annika ist seine neue Freundin. Aber sie arbeitet auch hier. Sie arbeitet auch hier. Ja, ist der Kollegin auch. Aber wenn die jetzt geschrien hat? Ist die Annika in Gefahr, Lukas? Jetzt sagt die Wahrheit. Das fand ich ganz furchtbar. Sie schrie, da habe ich wirklich gedacht, hier ist ein Überfall oder irgendwas. Also wenn mehrere Menschen hier im Gebäude betroffen sind, dann ist das ja ganz schrecklich. Und dann ist es nicht nur Lukas, sondern auch noch andere womöglich in den Räumen, die gerade bedroht werden oder in Gefahr sind. Nick Bachmann und Martina machen sich auf die Suche nach Lukas Freundin Annika, während der verletzte Juniorchef in den Rettungswagen gebracht wird.
Kurz darauf erreichen die Suchenden die Etage von Lukas Büro, auf der sie leise Hilfeschreie hören. Hallo? Hier ruft jemand. Wie heißt Hallo, Annika? Annika, bist du das? Sind Sie hier drin? Machen Sie mal die Tür auf. Okay. Sind Sie hinter der Tür direkt oder kann ich die Tür aufdrücken? Okay. Ups, das erklärt natürlich einiges. Hallo. Ach, da kommen die Scherben her. Okay, gut, kein Problem. Nein, ich mache den Job ja auch lang genug und habe schon viel Sachen erlebt. Unter anderem auch so Techtelmechel im Bürobereich. Mir war eigentlich relativ schnell klar, dass sich hier ein paar vergnügt hat und dass es halt diesen Kopierer kaputt gemacht hat, die Glasscheibe eingebrochen ist und er sich dabei verletzt hat. Ich muss trotzdem einmal kurz schauen, ne? Ja. Klemmen Sie irgendwo fest oder tut es nur weh? Ich klemm da fest. Auf der Seite hier? Vorsicht einmal bitte. Ja, ich sehe es. Vorsicht. Ist los? Ja. Hier geht's? Ja, hier geht's auch. Gut. Auf der Seite war okay? Ja. Naja, man konnte halt direkt sehen, dass es nicht so ein übliches Bürotechtelmechtel war. Es war schon schön drapiert. Wir hatten ein paar schön kopierte Bilder von der Dame, die da vor Ort waren. Es gab eine Sektflasche, es gab ein Sektglas oder zwei. Die haben sich schon relativ nett in dem Räumchen gemacht. Geht los, fertig. 1, 2, 3. Au. Endlich. Au. Und einmal geht hinstellen. Ja. Geht das? Okay. Ich höre die Scherben schon. Komm, ich stütze dich mit. Es tut mir leid, ich muss einmal kurz hinten am Popo gucken, ja? Ich halte mir die Decke hier. Geht das? Komm, ich stütze mal den Arm hier. Alles gut, alles gut. Nicht erschrecken, das ist nur oberflächlich. Ja. Okay, hier habe ich eine kleine Verletzung. Gott sei Dank war es so, dass ich sie relativ einfach befreien konnte, weil man die Haut einfach nur so ein bisschen zurückdrücken musste, damit sie aus dieser prekären Lage kommt. Und dann konnte ich sie vom Kopierer runterheben und konnte die Wunde soweit erstmal versorgen. Möchten aber auch Sie keine Schuhe haben? Kannst du überhaupt drauf laufen? Das sind Pumps. Ne? Ich glaube, es ist besser ohne Schuhe. Wir nehmen die mit. Was ist denn das? Im Zuge des Aufräumens habe ich noch eine Medikamentenschachtel gefunden. Da hatten wir eine potenzsteigernde Geschichte. Hat der Herr das genommen? Das weiß ich nicht. Okay. Lukas, so, das ist es. 32. Nick Bachmann sammelt das pikante Bildmaterial ein, um den Pärchen ungewünschte Aufmerksamkeit der bald aus der Pause zurückkehrenden Kollegen zu ersparen. Was es mit dem Potenzmittel auf sich hat, will der Notfallsanitäter jetzt klären. Schatz, was ist denn hier passiert? Wollen wir Sie hinsetzen? Geht's dir gut? Ja, so war ich. Sie kennen sich. Gehören Sie zusammen, oder? Soll sie, kann sie sich setzen? Definitiv nein. Sie kann sich nicht setzen. Dann okay. Sich mal da in die Ecke. Zweiter RTW läuft. Zweiter RTW. Wo hast du sie denn gefunden? Was ist im Büro, im Kopierraum. Aber sie hat auch klar. Was hat sie im Hintern? Sie hat die Ursache der Scherben, die er in der Unterbuchse hatte. Sie saß in einem Fax-Kopiergerät auf so einem kleinen Tischgerät und war eingebrochen. Die Situation war ja im Prinzip jetzt eindeutig. Also die beiden hatten sich halt ein schönes, gemütliches Schäferschündchen auf dem Kopierer gemacht. Dann hat aber mein Kollege noch eine Packung gefunden, und zwar ein Potenzmittel. Können Sie was dazu sagen? Ja. Nehmen Sie das? Habe ich genommen, weil mir hier unten nicht funktioniert. Also Sie haben es genommen, weil es nicht funktioniert oder weil Sie ein bisschen länger konnten, wollten, Nein, ein bisschen länger Spaß Ball haben wollten? Nein, nicht mehr funktioniert. Waren Sie da irgendwann mal beim Facharzt oder? Nein. Woher haben Sie diese Tabletten? Ich habe besorgt. Eine erektile Dysfunktion in diesem Alter ist natürlich ein bisschen untypisch. Da muss es natürlich spezielle Risikofaktoren geben. Rauchen kann vielleicht ein Risikofaktor sein oder ein Bluthochdruck oder ähnliches. Das lag bei dem Patienten nicht vor. Als ich dann nach einer Fettstoffwechselstörung gefragt habe, bejahte er das. Und ich war dann doch schon sehr verwundert, dass er sich einfach jetzt so heimlich Medikamente besorgt, ohne eine ärztliche Abklärung und dieses Problem nicht medizinisch über seinen Hausarzt angegangen hat. Gut, dann, dann ab die Post. Ja, ich sammle mal drin. Ich sag den Kollegen Bescheid. Genau, hier, ich gebe euch mal die Handys mit. Vielleicht nimmst du die bei, dann könnt ihr mich kontaktieren. Total nett, wenn Sie da im Kopierraum nochmal. Ja, ich räume da mal ein bisschen auf. Die Verletzungen von Martinas Sohn und seiner Freundin wurden in der Klinik versorgt und verheilten schnell. Das Pärchen will ab jetzt auf romantische Treffen im Büro verzichten. Juniorchef Lukas hat unter ärztlicher Betreuung seinen Lebensstil an seine Fettstoffwechselstörung angepasst und kann wieder beschwerdefrei und ohne Hilfsmittel leben.